Mit Barrett und Red geht es jetzt weiter in der Mithril-Mine. Moin, hier ist Danglos, willkommen zurück zum Let's Play. Und die beiden müssen jetzt hier den Weg zu der Gruppe wieder zurückfinden. Barrett zerballert hier natürlich alles, wir nehmen alles mit an Ressourcen. Und da oben ist noch eine Kiste und die will ich auch haben. Also, machen wir weiter heute. Schön, dass ihr dabei seid. Und vielen, vielen Dank, Leute, für den Daumen nach oben. Das ist in der letzten Folge. Jetzt sind wir schon Folge 18 angekommen. Wir schieben den Karren erstmal natürlich dahin, um die Kiste zu kriegen, bevor wir die Weiche umstellen. Aber so komme ich jetzt hier auch mal dazu, Barretts Fähigkeiten zu leveln. Das ist natürlich sehr schön. Ich muss seinen Schockschuss nur mal ein bisschen weiter einsetzen. Eine Schutzweste. Der trägt doch schon so eine, ne? Ja. Ich glaube, das ist die Barrett auch trägt. Oh, nicht synthetisieren. Ausrüstung. Barrett. Nee, ja doch, der trägt eine Schutzweste. Mhm. Genau das gleiche Ding. Dann wieder runter. Jetzt schieben wir den wieder zurück. Gar nicht viel weit hier, ob das hier schon reicht. Damit wir den Schalter betätigen können. Komm schon. Ah, der fährt. Ist automatisch noch ein Stück zurückgefahren. Perfekt. Jetzt haben wir es. Alles einhändig. Easy. Und da sind wir oben. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Weg durch die Mine doch so lang ist. Und dass wir die Turks treffen. Oh, ein Ogre. Hier sind noch mehr. Jetzt können die beiden mal zu zweit noch gegen den Ogre kämpfen. Jawohl. Noch mehr? Ah ja, die Kiste. Ich habe noch nicht getroffen. Autogramme gab's gestern. Los. Schon genug? Nicht so nah! Hab's geblockt. Schockschuss. Ein Barrett-Spezial! Los! Ich zähle auf dich! Mein Auftritt! Attacke! Die Stücke! Schon genug? Attacke! Verdammt! Roger, los, gib alles! Ich war unvorsichtig. Planet, du bist dran. Auch Onkel Barrett ist verlassen! Verzieh dich! Die Starken überleben. Okay, nice. Das ging noch gut. Schade. Wieder nichts drin. Was stehen die da wie angewurzelt rum? Die warten auf euch. Was ist? Schon aus der Puste? Wir kommen nicht rüber! Könnt ihr von da aus vielleicht was unternehmen? Na klar. Wir können alles kaputtballern. Hey. Mach dann 2000! Klar. Sehr lustig. Du hast damit angefangen. Ich finde es immer super, wie Aerith sich immer freut, wenn sie ihre Freunde wieder sieht. Das ist bei Barrett die einfachste Lösung, ne? Er sieht ein Problem, er schießt drauf. Oh, cool. Oh, halt. So. Achtung, jetzt knallt's! Du bist am Zug! Überlass das mir. Es ist vorbei.
Nimm das! Angriff, Stücke! Wie schmeckt das? Ja, ja, beruhig dich, Junge. Hier ist noch eine, das ist eine Materia. Kriege ich auch die Tür, das Gitter auf hier? Kann ich hier was sehen vielleicht, wenn ich da hochkletter? Wie komme ich denn da hin? Da ist definitiv noch eine Materia. Und das gehen nicht beide Wege auf. Ich glaube, das ist von oben, oder? Wenn ich da hingehe. Vielleicht die andere Leiter, die da ist. Da oben. Und dann da so rum. Da liegen ja auch noch Sachen drauf. Also ich komme auf jeden Fall noch nach oben. Dann könnte ich da runterspringen und dann mir das auf jeden Fall mitnehmen. Liegen lassen möchte ich hier nichts. Hier ist noch was im Angebot. Zwei Sachen. Ja, geil. Äther. Und eine Phönixfeder. Das war's. Dann heilen sich die beiden nochmal fix. Die sollen unbedingt rauspatchen, dass da der Bildschirm immer schwarz wäre. Das ist so blöd. Okay, ich check erstmal nochmal die andere Leiter ab, bevor ich das mit dem Wagen und so mache. Vielleicht führt das hier ja schon dahin, wo die Materia ist. Ist hier eine Kiste. 1000 Gil, danke. Es muss einen Weg geben, den Container da runter zu holen. Ja, ich muss den Wagen da hinschieben, über die Brücke den Wagen schieben und dann lassen wir den Wagen da über die Schienen runterfahren, sodass er dagegen prallt und dann fällt er schon runter. Das habe ich schon gesehen. Ist da echt gar nichts da oben. Da oben ist nämlich der Hebel für... Da ist der Hebel für das Gitter. Genau über dem Gitter. Dann kann man das hier aufmachen. Oder kann ich mit den Wagen vielleicht irgendwo hochklettern? Wenn ich mir den irgendwo hinschiebe. Was ist, wenn ich den an die Wand schiebe? Kann ich damit hoch? Er klettert nicht auf den Wagen rauf. Schade. Der Felsen vor uns muss noch weggesprengt werden. Da ist noch eine Abzweigung, eine Kiste noch. Okay. Ich muss sowieso mal hier stehen bleiben, weil der Felsen weg muss. Gar nichts, ne? Muss da irgendwie hochkommen. Weil da unten, auf der Seite hier, da lang, da war ja auch nichts mehr. Sieht man auch nichts, wenn ich jetzt auf die Karte gucke. Aber halt hier hinterm Gitter ist halt auch nichts. Aber guck mal, hier ist noch so viel... Ne, das ist unten gewesen, ne? Das war unten. Okay, erstmal hier weiter schießen. Haben wir denn hier noch? Hier ist noch eine Weiche, die muss ich dann umstellen, damit ich den Wagen hier drüben hier lang schieben kann. Und dann dagegen. Alles klar. Vielleicht passiert ja noch was, wenn ich die Leute rüber schiebe. Unser Team halt. Dass ich dann da nach oben komme. Ist auch nichts mehr. Oder von hier hinten mal kurz gucken. Sieht so aus, als könnte ich da hochklettern. Guck mal, wenn man hier rüberkommt, dass das Team rüberkommt, dann geht's da hoch. Und dann wäre man da oben auf der Anlage drauf und dann könnte man da hin. Ich denke auch, dass ich das ganze Team da nochmal heilen müsste, ne? Weil der Kampf gegen die Türks ist jetzt von... bei Cloud, Aris und so noch nicht wieder regeneriert, glaube ich. Weil wir die ja nicht gesteuert haben.
So, wieder weg von der Weiche. Ja, man hat Glück gehabt, dass es eine Weiche ist, ja, und keine harte. Red, was machst du eigentlich unter dem Wagen? Geht's dir gut? Der kommt da, glaube ich, nicht raus. Jetzt. Wir fahren einfach rüber. So, jetzt lassen wir den schönen Wagen dagegen fahren. Ja, loslassen. Das ist ein Stein. Geschafft! Danke! Gut gemacht. Mhm. 2000! Wehe, du vergisst's. Okay. Kombinationsgabe. Mhm. Bald wieder vereint. Machen die das Tor auf? Können die das? Die stehen ja da oben. Von hier aus lässt sie sich nicht öffnen. Doch, könnt ihr vielleicht was ausrichten? Ich versuch's mal. Ist ja noch einfacher. Muss ich da gar nicht hoch. Danke. Sind wir was schuldig? 2000, okay? Jetzt fangen geschieht mir wohl recht. Ja, diesmal schon. Gewitter, aber mit Sternchen. Gewitter mit Sternchen. Aber da sind doch noch, da oben ist doch noch so Ressource. Hebt mal die auf, ihr Vögel da oben. Mach das, nimm das mal mit. Wir müssen auch erstmal hochkommen, glaube ich. Das ist eine ziemlich große Fläche. Sind wir hier richtig? Hier waren wir doch schon, oder? Waren wir hier nicht schon, oder? Guck, das ist ein Bossraum. Aber nimm mir nicht das ganze Team mit? Der Raum kommt mir vor wie großer Kampf. Vielleicht wieder darüber? Die sind da lang, aber da komme ich nicht. Ich kann nicht hinterher. Um nach oben zu kommen. Toll. Müssen wir also alleine in den Bereich rein? Nur Red und Barrett? Gut, dass ich geheilt bin, aber das ist ein großer Bereich. Da kann wieder eine große Schlange oder so warten. So, geheilt bin ich. Hier geht's nicht hoch. Ha, siehst du? Jetzt lädt die. Ja, guck mal, Steinmonster. Ein Mithril-Biest. Keine Ahnung. Ein Steinmenschen bauen. Was so? Fällt sowas unter Naturgewalten? Nö. Eine, die wir geweckt haben. Zeit für eine gute Nachtgeschichte vom alten Papa Barrett. Okay. Er hat Kopf und mit Trillgolem ist er. Aua. Nicht schlecht. Vergiss es. Nieder. Schwachpunkt entdeckt. Alter, so komm, wir erledigen alles. Los. Der Kopf ist ein Schwachpunkt. Kannst auf mich zählen. Wir erledigen. Keinen Plan, dann weiter. Gut so. Tut weh. Wirkungslos, schön geblockt. In Stücke. Komm schon. Nieder. Erbärmlich. Hab ich. Irgendwas ist anders. Das ist die Gelegenheit zum Angriff. Lust auf Schmerzen? Dafür ja, kommst du auf. Fliegen die Fetzen. Mann. Attacke.
Er ist geschockt. Nicht so nah. Spannt die Schirme auf. Jetzt tragen wir das Mistglück fertig. Nimm das. Aus dem Weg. Verzieh dich. Nutz die gute Gelegenheit. Alter, wie viel hält er aus? Ich seh dich. Da geht noch was. Hab was, übernimm mal. Dann bin ich wohl dran. Was jetzt? Ich glaube, wir haben ihn sauer gemacht. Er holt neue Steine dazu. Wow, der wird größer. Er hat jetzt zwei Augen. Yo, das ist krass. Junge, Junge, ganz schöner Brocken. Ja. Wenn wir den einsacken und mit nach Hause nehmen, sind wir Mithril-Milliardäre. Das ist eine harte Nuss. Au. Kein Durchkommen. Wie schmeckt dir das? Versuch es ruhig. Bereit. Wurde schon ungeduldig. Ich zähle auf dich. Nein. Ein Barrett-Spezial. Hab schon Vorarbeit geleistet. Überlass das mir. Auf die Trill. Angriff. Es gibt jetzt so viele verschiedene Ziele bei dem drauf, ey. Beschwören wir mal. Jetzt. Erbärmlich. Habe ich hier Heilung mit irgendeinen? Nur Gegenstände, ne? Supertranke habe ich viel. Gib mal einen auf Red. Übernimm dich nicht. Hier kommt Barret! Mokri-Trio? Was machen die? Da bin ich mal gespannt. Ja, da bin ich auch gespannt. Gupo, hallöchen. Okay. Ich seh dich! Da geht noch was. Was können die denn so? Heldenlied. Heilt TP und lädt die Synchroleiste um 2 Einheiten auf. Das ist ja nice. Und Delta? Die Mokris greifen gemeinsam an, erhöhen den Schadensmultiplikator beim Gegner im Schockzustand. Heldenlied. Du bist am Zug. Mein Auftritt. Was zum? Die heilen aber nur einen, oder? Erwischt. Holy shit. Red hat seine Dings, seine Limit. Mach mal Synchrofähigkeit für Limit nochmal besser. Sprung an, hier, Sprunggeheuer. Auf den Arm oder auf den Kopf? Oh, er schleudert ihn da rein. Das ist ja nice. Jetzt hab ich hier das Sagen. Dankeschön. Achtung, Jenrich, zähl auf dich! Er ist geschockt. Jetzt kommt die Limit von Red. Im Schockzustand. Mondheuler. Wow! Da geht noch was. Schönes Ding. Gut. Weiter so. Nichts hält mich auf. Das war schön. Schönes Ding. Jawohl, da ist das Licht aus. Eine Treppe aus Mithril, hm? Welch eine Ehre. Dankeschön. So, jetzt haben wir auch wieder einen neuen Weg freigeschaltet. Können wir also da hinten gar nichts mehr machen bei denen. Puh. Ja, Beschwörung der Mithril, Mokri, des Mokri-Trios war interessant. Die eine Fähigkeit von denen hat ganz gut geholfen. Bin ich jetzt oben? Das ist eine andere Stelle, oder? Nee, hier ist der Hebel. Ich bin da oben jetzt, wo die waren. Komme ich ja doch noch hierher. Nur über halt ein paar Umwegen. Mit dem krassen Kampf. Hey, ich wollte hier rüber.
Dann muss ich wieder rumrennen. Da waren noch, da stehen noch so viele Kisten. Hier. Gegengift. Okay, danke schön. Geht's auch. So, jetzt haben wir alles. Hey. Irgendwelche Trümmerteile liegen ihm im Weg. Jetzt sind wir da. Ist da drüben noch was, wo die hergekommen sind? Oder haben die alles mitgenommen? Sieht so aus, als könnte man da an der Seite nämlich noch hochklettern. Lass deine Gruppe nicht zurück. Ach komm. Die können ruhig auch mal warten auf mich. Darf ich hier rüber? Ja, guck mal, was sie hier liegen gelassen haben. Ne? Und hier oben? Na schade, da komme ich nicht hoch. Aber da waren Ressourcen. Die durfte ich wenigstens nur mitnehmen. Alter Republiktunnel. Können wir jetzt nach raus, nach draußen? Hey. Wieder Feind. Yo. Na endlich. Das Mithril hat so geblendet, dass der Weg kaum zu sehen war. Nicht? Der Boden kann jederzeit nachgeben. Wir sollten schleunigst verschwinden. Ja, aber Shinra weiß, dass wir hier sind. Womöglich lauern sie uns auf. Ich würde es an ihrer Stelle ja tun. Trotzdem, es gibt keinen Weg zurück. Nicht nach dem, was wir in Midgar gesehen haben. Der Meteor. Es ist unsere verdammte Pflicht, den Planeten zu beschützen. Wobei, nee, das ist ein Komet. Sorry. Kometen. Wenn Shinra uns in die Quere kommt, wird halt gekämpft. Hm. Lasst uns den Schwarzkutten folgen. Vielleicht führen sie uns ja zu Sephiroth. Vielleicht aber auch nicht. Cloud, Aerith und Tifa. Gruppenmitglieder können wieder geändert werden. Na, lassen wir doch mal so. Im Moment. Müsste also langsam der Schockschuss auch für Barrett fertig sein, oder? Habe ich den lang genug benutzt? Wo ist er denn da? Gatling Gun? Nö, ist noch nicht fertig. Einmal noch oder so. Dann. Wo war denn nämlich Barrett nur mit? Kampfeinstellungen. Cloud Barrett Aris. Ja, mach mir so. Eine Abzweigung hier. Da ist nichts. Das ist nur da, ne? Ja. So, sieht nach einem guten Ausgang aus, hoffe ich. Mal wieder Tageslicht sehen. Ui, hier sind noch Ogre. Jetzt das Recht. Ich zähle auf dich. Roger, ich übernehme. Da also, ein Barrett-Spezial. Fertigkeit gemeistert, meine da haben wir Fresse. Sie. Überlass das mir! Chronofähigkeit muss sie noch fertig machen. Übernimm du! Zieh dich zurück! Los! Los! Da! Ja! Da! Da! Hier ist jetzt Schluss! Ja! Ha! Ja! Mach! Ja. Das war's dann. Übernimm du. Hier kommt Barrett. Stufenaufstieg. Nice. Ich durchlöcher dich wie ein Sieg. Aua. Aua. Los, gib alles. Ich leg los, Hans. Du übernimm. Ich mach nicht übertreiben. Überlass das mir. Das war abzusehen. War ganz schön dunkel und eng hier, gegen die zu kämpfen hier unten drin. Aber Schockfähigkeit war fertig, ne? Das war eben der letzte Einsatz, den ich mit ihm brauchte. Dann kann er jetzt die andere Waffe nehmen. Gatling Gun.
Ja, ist ein, ja, Schockschuss ist ein Haken dran. Dann nehmen wir jetzt das Großkaliber-Dingens hier. Für die extra Magazinfähigkeit. Und dann muss hier unten noch eine Waffenfähigkeit rein. Lädt Feuerstoß auf, wenn ein Gegner in den Schockzustand versetzt wird. Magische Attacke plus 20. Unumstößlicher Feuerstoß. Erhöht die Resistenz gegen Unterbrechung, okay. Oder mehr Leben. Erstmal mehr Leben. So, andere Waffe. Na, müssen wir noch mehr kämpfen hier in diesem engen Schlauchweg. Man hat nicht so viel Platz zum Ausweichen und so. Ja, erstmal alles umlaufen. Okay. Ja, da unten vorne ist Sonnenlicht. Jawohl. Und noch, ja gut, Schlangen sind hier. Dann übernimm. Wurde schon angedeutet. Genug. Auf die Tür. Sieg. Jawohl, Sieg. Da 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 da. Abzweigung. Oh, hier. Noch Zeugs. Oh, was haben wir denn da? Es sind Schiffe. Kaputte Schiffe. Containerschiffe, große Schiffe. Und Sonne. Ist das schon die Junon-Region? Aus der Demo? Ja, da ist Junon, die Stadt mit dem fetten Geschütz. Und hier sind die Kuttenträger. Hey, Schicht mal. Im Schacht. Da sind sie. Und Shinra? Keine Spur. Wie schrecklich. Erstmal weggesnackt. Das hat niemand verdient. Ob das da ihr Ziel ist? Shinras Festungsstadt, Junon. Los. Kapitel 4, Beginn einer neuen Ära. Die Junon-Region. Diese fette Wumme immer, die fand ich früher immer schon cool, die Waffe. Schnellreisen wieder möglich, Informationen über die Türme, Funktürme in den Junon hinzugefügt. Okay, neue Aufträge für die Junon-Region hinzugefügt. Kampfsimulator wurde auf Version 3.15 abgedatet. Ja, da sind wir jetzt in der nächsten größeren Ebene. Die wir jetzt natürlich auch wieder auf 100% abschließen werden, wie die Graslande auch. Der Vogel ist übrigens da hinten zu diesem Gipfel hingeflogen, den man da in der Ferne sieht, neben dem Berg. Da ist der Vogel hingeflogen. Der letzte Flug des Kondor. Da ist ein Turm zum Regionscan. Da vorne auch. Ja. Mal gucken, wie viel jetzt hier anders sein wird im Gegensatz zur Demo. Ich werde natürlich da nichts zu sagen. Für die Leute, die Demo nicht gesehen haben oder nicht gespielt haben. Woher ist dieser riesige Vogel gerade gekommen? Man erzählt sich von einem Kondor, der einen alten Inselreaktor zu seinem Nest gemacht haben soll. Yep. Ob das stimmt, kann ich allerdings nicht sagen. Mhm. Und wie man die Insel erreicht, weiß ich leider auch nicht. Geschieht diesen Shinra-Säcken jedenfalls recht. Dem armen Mann aber nicht. Ja. Nur wenn wir ihn nicht erreichen können. Ja. Lasst uns erstmal nach Junon gehen. Nach Junon hinein. Wie sieht die Karte aus? So. Wenn wir hier ganz rauszoomen, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Graslande hier, dann sind wir hier durch den... Wie weit ist der Felsenweg gewesen? Von hier aus durch und jetzt sind wir da unten? Na dann. Ein Auftrag ist hier. Aber guck mal, wir haben hier, die Türme zum Aktivieren. Da unten auch. Hier noch und da müssen wir hin. Die uneinnehmbare Festung. Ich glaube, da würde ich wieder die Türme schon mal aktivieren, um zu gucken, wo hier Kampfaufträge sind und so weiter, damit man das schon mal wieder schnell abschließen kann. Segen des Planeten. Bevor ich dann in die Stadt reingehe. In der Stadt wird es wahrscheinlich auch noch neue Aufträge geben.
Das noch mitnehmen. Chocobo. Der zeigt uns wieder die nächste Haltestelle an. Okay, die haben wir gleich hier. Erste Haltestelle in der Yuon-Region. Goldfeder haben wir bekommen. Gehen wir noch zum Aussichtspunkt. Hier haben wir eine Chocobo-Bar. Eine Chocobo-Farm. Wir müssen natürlich erstmal wieder einen Chocobo fangen, damit wir den hier in der Region nutzen können. Das wurde uns ja so gesagt. Wir können ja jetzt noch keinen rufen, oder? Doch, ich kann einen rufen? Du kannst in dieser Region noch keinen Chocobo rufen. Okay, nee, geht nicht. In verschiedenen Regionen der Welt haben sich unterschiedliche Chocobos angesiedelt. Wenn du Chocobo-Fußspuren entdeckst, sind die Laufvögel nicht weit. Ja, ich muss wieder diese Spuren finden, damit ich auch in der Region hier mich fortbewegen kann damit. Toll, hier komme ich gar nicht weiter hoch. Funkturm der Meeresbrise. Entdeckung, Weltbericht. Hier ist der Turm. Aber hier sind so viele Gegner vor. Die Zeit drängt. Und tschüss! Genau so! Nicht übertreiben! Auf Onkel Barrett ist Verlass! Das tut weh! Jetzt macht der Onkel mal Konfetti! Da und tschüss! Auf die 12! Gegen fliegende Gegner ist Barrett so gut, wenn er immer dabei ist. Er macht immer noch ein bisschen mehr Schaden gegen die, wenn die oben in der Luft fliegen. Da könnte man eine Heilung gebrauchen. Ey. So, aktivieren wir noch den ersten Punkt hier in der Gegend, um zu sehen, wie die Region so aufgebaut ist, wo wir was finden können. Da sind Chocobo-Spuren. Da haben wir sie doch. Nice. Abgeschlossen. Daten an Chatley überliefert. Ah, er meldet sich schon. Ich habe in der Nähe eine Protosubstanz geortet. Könnt ihr euch das mal ansehen? Eine weitere Protosubstanz, auch hier. Angespültes Schiffswrack. Da. Mhm. Alles klar. Ich glaube aber so alle Sachen, die sich so ständig wiederholen, wie die Funktürme machen und ja, Quellen scannen, da ist ja nichts Interessantes mehr da. Diese Lebensquellen und sowas. Werde ich, glaube ich, schon mal machen. Moki-Medaillen hier drauf, okay. Und Chocobo werde ich mir dann auch schon mal besorgen. Dann melde ich mich in der nächsten Episode wieder. Vielleicht hole ich mir jetzt schon die Chocobo, wie das funktioniert, habt ihr auch schon gesucht, auch schon gesehen. Man muss sich wieder ranschleichen, um den Chocobo freizuschalten. Dann haben wir hier einen Esper-Schrein, Esper-Kunde 1. Mal gucken, welche Esper es hier in dem Gebiet gibt. Und hier haben wir dann eine Quelle. Ja, die Quellen meine ich halt. Man muss da hingehen, einmal kurz scannen und dann hat man das. Die Protosubstanzen werde ich alle im Video spielen, auf jeden Fall. Wir haben deutlich weniger zu tun hier als in dem Grasland. Wenn man mal unten links guckt, gibt es 6 Funktürme. Es gibt auch nur 4 Kampfherausforderungen und Esperkristalle 3, Lebensquelle auch nur 4, deutlich weniger als im Grasland. Ich glaube, das sind auch alle Türme, die man hier hat. Mehr haben wir nicht. Naja, die kriegen wir schnell fertig, oder ich. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir haben die Mine durchquert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und dann bis zur nächsten Folge in der Ju-On-Region. Bis dann, ciao, ciao. Junon.